So, Leute, ich bin dann schon mal da. Läuft zwar nichts, wie immer, weil ich gerade erst mal am Computer bin für heute. So, jetzt müssen wir mal erstmal das Spiel öffnen, wo es ist. Weil ich habe heute den neuen, wir haben einen neuen Fernseher, also ich habe einen neuen Fernseher, um genau zu sein. Den hat aber meine Mutter erstmal geliehen bekommen. Weil wir haben das erste Mal wieder einen Fernseher unten stehen im Wohnzimmer sozusagen. Und ja, ich habe den jetzt erstmal an meine Mutter verliehen. Damit die da was hat. Cool, also er hat Fortune installiert. Cool. Können wir hier aber noch das mal rum. Und ja. Hab den aufgebaut, hab den eingerichtet, hab dann mit meiner Mutter ein bisschen was geguckt. Deswegen. Oder eigentlich war ich nicht jetzt erst am Computer. So. So. Ins Minecraft Wikipedia. Wie nennt man das denn, die Potion? Wasseratmung heißt der, glaube ich. Ja, bin ich bei Minecraft Dungeon. Braun. Ah, da. Trank der Vergiftung. Trank der Langsamkeit. Trank der Unterwasseratmung. Ich weiß nicht mal, ob ich dafür was da habe. Warum? Ich finde es viel besser, als ihr nichts seht. Wollen wir mal gucken, ob wir dafür alles da haben überhaupt. Doch, wir haben das ein oder andere da.
weiß noch nicht, ob ich einen Braustand mache. Habe ich auch noch. Glas habe ich aber keins mehr. Ach hier. Cool, ihr seht immer noch nichts. Ich frage mich, wieso ihr nichts seht. Das ist immer gut. Wieso ist das heute so ein Scheißtag, Leute? Cool, er macht's nicht mal. Er kann's nicht erfassen, Leute. Bin doch jetzt hier in einem schlechten Film, oder? Das ist der beste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Konnte ich gerade einfach nicht darauf zugreifen. Jetzt aber nicht, dass OBS heute gecrashed ist. Ich bin müde, Leute. Ich kann völlig nichts sagen, dass ich heute echt nichts Produktives habe. Das Spiel jetzt nochmal neu. Ziehe ich erstmal zum Reden. Ein bisschen quasseln ist immer gut. Jetzt versuchen wir es nochmal. Oder ist heute wünscht dir was? Ich mag kein Minecraft, Leute. It's no Witz, Leute, ihr seht ja selbst. Probieren wir mal ein anderes Spiel aus. Dann spielen wir heute ein anderes Spiel, Leute. Ich bin mal gespannt, ob das geht, Leute. Das geht, dann spielen wir das Spiel, Leute. Leute, wir spielen das Spiel.
cool. Page Power. Wir machen ein neues Spiel, Leute. Muss nur das Spiel ändern. Wir machen komplett ein neues Spiel. Ich habe da zwar eigentlich nichts gemacht. K.O. the Kangaroo. Tut mir leid, Minecraft geht heute tatsächlich irgendwie nicht. Fertig. Warte mal, ich will eine Sache noch kurz nachschauen, Leute, bevor wir weitergehen. Oh. Oh, cool. So werde ich da noch nicht angezeigt. Ich bin ja jetzt drin. Jetzt! Ich bin nämlich der Oberste bei denen. Hahaha. Es soll voll das Scheißspiel sein. Neues Spiel. Genau das meine ich, Leute. Aber hier gibt es nicht wirklich so wie beim. Ich hasse es. Vielleicht hasse es auch nicht. Ach nö. Leute, starten das Spiel neu. Das leckt irgendwo. Starten. Ach ja. Cool, jetzt seht ihr es wieder nicht. Doch. Jetzt geht's. Überspringen wir den ganzen Scheiß, ich hab eh keine Sau. Immer noch kein Leben verloren, Leute. Ich bin Boxen des Känguru, Digga. Mit mir legt man sie nicht an. Ich bin Boxen des Känguru, hä? Digga.
will den Ganzen nicht sehen. Ey Leute, ich soll was sehen, anders kommen. Guten Tag. Hallo, Hype. Na, was geht? Ich spiele ein komisches Känguru-Spiel. Ich hab's gesehen. Weißt du wieso? Warum? Weil Minecraft nicht funktioniert. Ah, nicht. Bei dir? Ich kann kein Minecraft, kriegst nicht in OBS rein. Deswegen streame ich auf Twitch, du Opfer. Ich spiele kein Roblox. Das liegt aber an Minecraft. Das ist gestern mir schon aufgefallen, dass da irgendwas zu gut ist. Ich bin ein Känguru. Siehst du das nicht, Patrick? Frag halb, ob er dich reinzieht. Vielleicht zieht er dich rein, vielleicht auch nicht. Was meinst du? Du kannst Patrick reinziehen, falls er irgendwo unten chillt. Aber ja, ich spiele auch in meiner Freizeit. Doch, ich will hier aber anschauen, Patrick, das darf ich. Mach, was ich will. Ah, bist mit Lukas, okay. Ich bin halt gern boxendes Känguru, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Bro, ich könnte auch bei dir einfach einen Talkshow nennen, ja. Yeah. Let's go. Tschüss, Lars. Tschüss, Hype. Schönes Wochenende noch. Ich weiß nicht, mein Kopfhörer macht. Weißt du, was ich festgestellt habe? Am Freitag was? Geht bei mir ein richtiges Saufen los. Freitag nächsten gehe ich saufen, weil ich Abschlussfeier habe. Darauf kommt ein Kirchweih bei uns in der gleich nebenan. Und dann ja, habe ich den Montag, habe ich dann frei. Dienstag hat meine Mutter Geburtstag und Mittwoch habe ich Geburtstag. Ist doch eine gute Sache, oder? Passt. Passt, macht man. Bro, warum hast du meine Kopfhörer? Ich kann mir darum zu trinken. Du musst nicht arbeiten. Ja, ich hab das Gefühl, meine Kopfhörer rauschen jedes Mal, wenn du redest. Das ist so geplant von mir. Bro, das ist ja nicht so. Ja, ist doch egal. Es sind nur ein paar Gehirnzellen. Oder die rauschen halt eh laut. Ja, ist bei der Musik auch, ist meine Kopfhörer Marsch oder was? Das hätte ich dir vorher schon sagen können. Kauf dir Kopfhörer für 135 Euro. Arsch mich jetzt nicht, Digga. Digga, kauf ja fast, das angeht ja nur noch bei Thomann Musiktechnik. Eigentlich. Bei Thomann, die haben mir versucht, ernsthaft 135 Euro Kopfhörer anzudrehen. Really? Ja, die sind wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber ich kann mir halt keine 135 Euro teure Kopfhörer leisten. Tut mir leid. So reicht mich dann doch nicht. So viel gibt dann doch nicht Social Media ab. Okay. Die Frage ist, kaufe ich auf Amazon oder gehe ich lieber auf Mediamarkt? Geh zu Thomann, Digga. Schau da als erstes mal. Thomann? Was hat wie Thomann? Kennst du nicht Thomann? Der größte Musikwarenhersteller Deutschlands und Verkäufer. Ist in Oberfranken der Sitz von denen. Bro, wieso kann ich nicht boxen? Plan mit X. Achso. Ja, ich weiß, Hype kennt sich nicht so aus. Kein kauft schon ein Mikrofon, wo ich ansehe, dass es komplett unnötig war für den Preis. Mann. Aber es will er nicht hören. Zumindest hätte sich für das Geld auch ein anderes kaufen können, was besser bewertet ist. Außerdem spiele ich ein Känguru heute. Du bitte. Ja. Ich kaufe da halt, ich habe mein Mikrofon bei denen mittlerweile. Ich kaufe
Ich kaufe fast alles bei denen, wenn es um Audio Sachen geht. Studio-Kopfhörer, TV-Kopfhörer, Drummer-Kopfhörer, Hörsprechkombinationen. Was meinst du? Was? Ich habe mir Studio-Kopfhörer geholt. Du hast die Studio-Kopfhörer. Ja, damit du nicht die anderen Leute hörst. Du willst doch... 140 Euro! Die gibt's auch billiger. 111. Ja, wenn du überlegst, wenn du dir so ein Studio angeholt... Junge, die Rauschen sind so behindert, Alter, das ist so kotzend. Wenn du dir überlegst, du kaufst Kopfhörer für mehrere hundert... ein Studium für mehrere tausend Euro? Mein Gott. Da lohnt sich ja der Scheiß. Sagen wir mal, Lars, was würdest du jetzt empfehlen für welchen? Du kaufst dir... Also, wenn du sagst... Wie viel willst du denn ausgeben für Kopfhörer? Ich sag's dir ganz ehrlich. Wenn du so viel ausgeben willst wie ich, dann würde ich dir tatsächlich meine empfehlen. Gut, ich habe das welche Problem. Ich habe große Ohren, das war immer bei mir ein großes Problem, ziemlich. Ja, welche hast du? Nachteil ist, ich habe halt nur Kabel gebunden, ne? Welche hast du? Ich weiß es nicht aus, wenn ich wie die heißen. Ob ich das weiß. Wie teuer waren die? 35 Euro. 35 Euro plus. Ist halt Kabel gebunden. Ich habe jetzt hier Superlux HD 660 Pro 150 OHMS für 39 Euro. Wir haben, glaube ich, ein Kabel dran. Ja, meine haben auch ein Kabel damit dran gehabt. Also haben ein Kabel dran. Ich überlege immer noch, das nachzurüsten. Muss mich jetzt erstmal bei Tube. Ich überlege, ob ich einfach mit Bluetooth-Kopfhörer kaufe, ist das entspannter ist, aber im Endeffekt. Superlux HD. Aber der Halb auf dem Ohren umschließend dynamisch für 25 Euro. Der Klang ist nicht so krass tatsächlich. Geh mal auf die Innenseite, ich zeige mir mal, sag irgendwas, was du schön findest. Studio-Kopfhörer. Was du empfehlen würdest, ich kenne mich da halt nur noch. Ich habe 35 Euro damals gekauft. Für meine AKG K52 habe ich gezahlt. Da gibt es auch ein teures von, das hätte ich mir auch gern gekauft, aber das ist zu teuer für 135 Euro. Das ist nämlich der billige Bruder davon. Ich habe die gekauft, weil meine Ohren so riesig sind. Und weil die weit spannend sind. 600 Euro, Alter. 600 fucking Euro. Neumann NDH 30. 600 Euro, Alter. 622 Euro. Kopfhörer. Also Studio-Kopfhörer willst du auf jeden Fall haben. Weil dann ja, ist scheißegal. Wenn dann schon eine gescheite Qualität, die man auch lange hält oder so. Die halten fast alle. Hm? Die halten fast alle ziemlich lang bei denen. Ich habe mir halt damals zum Beispiel die Suplux hatte, ich weiß nicht, ob du die siehst, für 29 Euro. Ich habe die damals genommen, auch wegen dieser Erhöhung. Da passt sich ja an jedem Kopf an, das Teil. Und du musst das nicht so fest einstellen wie bei den anderen Teilen. Das hat mich irgendwie genervt. Ja, halb offen, umschließend die Superlux für 24,90 Euro. Halb offen ist halt scheiße wiederum. Du brauchst Ohren umschließen. Weil halb offen heißt, du hörst noch was durch. Also halb offen heißt, wenn dich jemand von der Seite ansprechen würde... Die sind Ohren umschließend, offen und dynamisch. What? Ohren umschließend brauchst du. Geschlossen den Hörbisch. Ich habe die auch gesehen. Die Suplex HD 661 in Orange, ne? Aber die würde ich mir niemals kaufen. Ich habe einfach nur Angst, dieses Metallgestänge, was da drüber ist. Ich weiß gar nicht, ob meine dabei sind. Ich glaube schon, für 35 Euro geht das. Doch, die sind die letzten, wenn du auch billig einstufst. Ohren umschließen, geschlossen. Und ich muss echt sagen, ich bin mit denen sehr, sehr zufrieden. Welche redest du jetzt gerade? AKG. Weiter ganz unten, wenn du auf günstig eingestellt hast, das ist das letzte Ergebnis. Auf der ersten AKG Seite. AKG 702 oder was? Nee, K752. Gibt's denn noch was, andere? 27? Was hast du? 27? Was? AKG K-52. 52, ja, ist so. Ich glaube, es gibt doch kaum. Also von der Mal gibt's, glaube ich, auch nichts Billigeres. Die machen extreme Kopfhörer. Da kannst du auch Kopfhörer für. Ja. Kannst ja auch Kopfhörer. Also denselben Kopfhörer mit ein bisschen besserer Ausstattung. Ich würde ihn mir so gerne kaufen, aber wie gesagt, der ist zu teuer. Aber ein Vorteil, den das Ding mir bringen würde, ich könnte das Kabel abmachen. Ich habe immer Angst bei Kabelbruch bei den Dingern. Weil in dem Fall kannst du ja die ganzen Kopfhörer wegschmeißen. Mehr oder weniger. Das ist halt immer assi. Aber ich habe halt keine 135 Euro oder so, wie viel die gekostet haben. Superlux HD Pro 150 OHMS für 39 Euro. Das sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Hier, die da hatte ich immer im Boot. AKG G702 hatte ich damals. Hätte ich kaufen sollen. Da kannst du nämlich das Kabel abnehmen.
AKGs, ach, die für 140 Euro. Die sind schon krass, aber ich habe halt nicht das Geld für sowas. Ich weiß auch nicht, ich bin ein boxendes Känguru. Ich glaube, diese Superlux, die sehen ganz anders. Bist du Super Luxe? Bist du noch auf der ersten Seite? Ja, Superlux hat die 660 Pro. 39 Euro, gerade wenn ich angezeigt. Wie viel? 39. 39. Ah, da hast du hier. Sublocks. Na, wenn das dir reicht. Welche nimmst du denn? Nimmst du die Pro 32 oder die Pro 150? Oder Ich hab grad HD die Bro. 6? Welche? Da, ey, da sind Die alle in einer Reihe. HD HD. 660, Bro. 150, oder Ohms. 150. Das hat was mit Ohms, Strom genau. zu tun. Kann man machen. Ich finde die halt viel krasser hier zu bestellen. Erstmal kommt aus der Region und zweitens. Eigentlich sind die gar nicht so laut mit dem 92. Aber gut, ich glaube, die gehen alle nicht viel höher als 92. Aber ich glaube, so diese. Wie gesagt, ich habe mir halt damals die Die für gekauft. Ich habe 39 Euro, ich glaube, die. Ne, ich glaube, die baue ich mir, die 39 Euro Kopfhörer heute mal. Dienstag kommen die In größtens. den Warenkorb. Zur Kasse. Junge, ich kaufe alles, was echt wirklich mit Audio zu tun hat, kaufe ich alles dort. Weil ich nichts Besseres kenne, eigentlich sogar. Hey Leute, ich verkaufe jetzt mein neues Musikboard, das ist gerade ausverkauft. Ich habe doch mal mein Mikrofonarm gekauft, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich alles da gekauft habe. Warte mal, ich kann euch mal sagen, was ich da alles gekauft habe bei Thomann. Keine bezahlte Werbung. Ich habe mein Mikrofon in meinen ersten Arm gekauft. Der war übrigens scheiße, den habe ich immer noch zu Hause rum. Ich habe mir ein Musikboard gekauft, einen DJ-Pult gekauft. Und meinen jetzigen Mikrofon habe, der ist geil. Aber der geht halt nur für den Einsatz, glaube ich, gut, wo ich ihn habe. Und meine Kopfhörer, die haben 35 Euro gekostet. Ich würde mal halt den teuren wirklich, also Leute, no joke. Hätte ich das Geld, würde ich mir die teuren kaufen. Aber ich habe das Geld nicht. Nee, du hast. Nee, ich habe sogar lautere als du. Ich kann bis 110 Dezibel hochdrehen. Hast du geschaut, wie viel Kabel du hast? Bei den Was? Kopfhörern? Wie viel Kabellänge du hast? 2 Meter. Ja, reicht. Muss mal schauen. Irgendwann grade ich die noch ab. Aber als nächstes zählt jetzt eh erstmal der PC dran. Irgendwann. Wo ist denn schon wieder meine Maus? Null Euro Versandkosten, oha. Bin hier irgendein komisches Känguru, Leute, falls das irgendjemand fragt, aber wahrscheinlich nicht. Ja, wenn du ab 25, glaube ich, zahlst du keine Versandkosten mehr. Ich bin runtergefallen. Hey, Hilfe! Ich bin ein Känguru. Leute, das ist no joke. Ich bin irgendein Känguru, was irgendwas kloppt. Ich habe das Spiel nur kurz angespielt. Ich bin genau bis hierher gekommen. Ich habe es noch nicht weitergespielt in der Vorbesprechung. Ich dachte, das könnte man mal so ab und zu zwischendurch vielleicht sowas spielen. Aber ja. Passt. Aber dass du Thoma nicht kennst. Junge, Alter, ich kenne halt keinen Ton, Junge, okay. Sag mir noch einen großen fränkischen Konzern, den du kennst. Weil der Junge ist Große verloren. fränkische Konzerne. Ja, ich weiß nicht, ob es fränkisch ist, aber die würde gerade spontan Cherry einfallen. Das ist Weiß ich ein nicht. Tonhersteller. Cherry, das ist ein Tonhersteller bei Auerbach. Der Junge ist verloren, Leute. Ja, keine Ahnung. Also, wenn du die Marke nicht kennst, die hierher kommt. Ich habe das bei Steam. Oder nee, Epic Games. Du kennst Adidas nicht, willst du mir gerade sagen? Ja, keine Ahnung, das kenne ich ja, Digga.
Brose. Gut, Brose muss man eigentlich kennen. Schaeffler. Das sind beides große Autoteilhersteller. Bruder, ich kenne mich da nicht aus, Junge. Lass mich hier in Ruhe. Uiuiui. Hype. Wir müssen uns noch irgendwann mal unterhalten über solche Themen. Alter, dieses Kratzen in den Kopfhörern, das ist so ekelhaft. Dann nimm andere Kopfhörer. Ich hab keine anderen. So mache ich das immer. Nutze den Schweifangriff. X. Ah, wo ist denn X? Das ist der Witz an dieser Sache, Junge. Ich hab keine Ahnung in den Kopfhörern. Außer die. Müsste ich wissen, wo X und wo A ist, Leute. Weißt du nicht, wo X und wo A auf der Tastatur ist? Ich bin Controller-Spieler. Ich wollte gerade sagen, du spielst Controller. Du bist für einen Controller. Und dann funktionieren die nicht mal. Ich bin hier halt ein Känguru, Leute. Leistungsstarkes Känguru. Digga, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber was meinst du, wenn ich jetzt halt... Okay, warte, ich will das jetzt nicht machen. Es kann irgendwie voll nach hinten losgehen, aber es kann voll witzig werden. Wenn ich meine Kopfhörer jetzt abnehme und an mein Mikrofon halte und mal kurz Musik für dich laufen lasse, glaubst du, es geht oder ist es überspielt? Das wird ja richtig asozial für mich. Jetzt pass mal auf. Oh nee. Geht nicht, oder? Scheiße. Ja, okay, geht nicht. Ich hab nichts gehört. Ey, wollen wir jetzt nicht einfach mit Patrick und Lukas GTA spielen? Bruder, ich hab kein GTA. Patrick, kauf doch mal halb auch nochmal GTA. Patrick hat nämlich ein Lukas Gramm GTA gekauft. Ich kann mir GTA selber kaufen, wenn ich es will, aber ich will nicht. Der hat kein GTA! Ich hab's damals kostenlos. Ich hab's damals kostenlos abgestaubt, weil es bei Epic gratis war. Ja, aber das brauchst du ja nicht, jetzt kommt GTA 6 raus. Vielleicht, möglicherweise. Wenn man Glück hat. Du musst da rein, durch die Tür. Oder ich könnte. Aber ich habe hier richtig gemacht, ich packe das sexy. Hallo, hab ich auch. Dings. Halt, ich wollte Battlefield teilen, da brauche ich nicht den Ubisoft, ich brauche den EA Launcher jetzt halt mal ganz kurz. Du sollst 15 Euro nehmen und dir GTA 5 kaufen. Soll ich dir von Patrick ausrichten? Nein, ich geh ausweichen, echt? Bro. Ich bin jetzt schon von dir enttäuscht. Als falsche Wamm. Leute, so kann man auch werfen. Ich muss sagen, ich bin auch von Hype enttäuscht. Kannst du ihm auch schenken? Nein, der kauft sich das. Ich habe das jetzt schon besprochen. Der wird sich das kaufen. Und dann spielen wir GTA mit meiner, keine Ahnung, ich habe 1,5 Milliarden Dollar, weil ich da mal, ja. Du hast gecheatet. Das nennt man in GTA nicht so. GTA gibt es nämlich kein Cheaten. Ja, ich habe ja gefühlt alles. Meine Drogenlabore, die braucht man halt auch alles.
Nur so kann man richtig gut Was war das für eine scheiß Mission da? Den schönen Panzerwagen, den Panzer! Panzerwagen. Ja, du willst nicht wissen. Den russischen Raketenwerfer, den man besitzt. Scheiße. Ich habe ihn getötet. Wie ein Mann. Ja, Missionen. Ich war jetzt nie so der Fan von Missionen. Ich habe keine einzige Mission gemacht. Und jeder, die ich versucht hat, da sind wir kläglich gescheitert. Wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein. Wieso? Ich bin gestorben, Leute. Das muss man mir aber auch erstmal zeigen, wie das ging. What the fuck? Was ist los mit deinem Zeitplan? Bro. Was ist los? Ey. 90 GB Speicherplatz. Kostet. Und ich habe nur 19 verfügbar. Ja, deswegen habe ich 2 externe Festplatten. Bro, ich habe nicht so viel. Was kann ich machen, Junge? Ich kann nichts weiter machen, oder? Hallo. Level erledigt. Drücke A, um fortzufahren. Ich glaube, ich habe das Level nicht gut belegt. Was ist das denn für ein Ich habe auch nicht viel Speicher. Mein Festspeicher sind, glaube ich, 250. Und mein loser Speicher, mein Zusatzspeicher. Alter, 90 GB. Wo soll ich 90 GB herbekommen an Speicherplatz? Oder? Nein, indem du dir eine externe Festplatte kaufst. Ja, weil ich eine externe Festplatte ist nur mit Battlefield kaufe. Schade. Ich habe 2 externe Festplatten. Ja. Was glaubst du, was ich treibe? Ich habe das Spiel schon vor Jahren ausgelagert auf die HDDs. Ist so eigentlich teuer dumm. Wie teuer sind so externe Festplatten? Ja. Ziemlich teuer. Wo es geht. Bruder. Ich weiß nicht mehr, was ich hier mache, Leute. Merkt ihr das? Ich verprügel die Krapfe. Gehen wir 2 Chunks ausheben. Naja, weil fast alle so wenig Speicher haben, brauchst du ja auch nicht mehr. Normalerweise ist alles mittlerweile mit Clouds geregelt, theoretisch. Also juckt's keinen mehr. Bro, ich habe auch keine Clouds, was ich jetzt wüsste. In der Spiel kannst du auch nicht in Cloud speichern, außer spätestens von GeForce, das Ding. Die Scheiße. Erstmal alle Trainingsgeräte auseinandernehmen, Leute. Ich habe 19 GB verfügbar und ich brauche 90. Was das Neunfache halt das. Was kann ich sagen, was das. Ja gut, das sind 20 GB auf 90. Das sind halt. Bruder, das sind halt doch so fucking viel GB für so ein Spiel einfach. Ja, das waren immer schon große Spiele, aber. Ich hau den Gong! Das noch nicht.
Nee, sag mir nicht. Sag mir nicht, dass ich mit Frauen mal begehen muss. Doch, ich muss. Komm, Gott, was, Digga? Dass du eine Missgeburt bist? Maul. Hallo. Hallo. Ja. Hallo, Patrick Lukas. Auch. Patrick ist unter uns. Hallo. Hallo. Da ist Patrick wieder. Lukas, wie findest du jetzt GTA? Lädt noch runter. Ah. Ja. Lädt noch runter. Ich find's nett von dir, dass du ihm das gekauft hast. Jetzt lernt er nicht mehr gescheite Spiele kennen. Ja, danke, danke, ich weiß. Und nicht nur sein Klötzchenspiel da, was ich auch hauptsächlich bestelle und eigentlich nichts sagen darf. Ja, ich spiel grad Scrap. Andere Klötzchen. Andere Klötzchen, ja. Achso, ist dasselbe, nur mit einem anderen Namen, andere Klötzchen. Ja, nicht ganz besser, ja. Also, wenn Minecraft und Scrap sich verbinden würden, das wäre geil. Frag mal Hypixel, ob die darauf Bock haben. Das sind die einzigen, die wahrscheinlich für sowas genug Geld hätten und genug Erfahrung mit beiden Seiten. Oder sich Erfahrung aneignen können. Ach ja. Ich spiele ein Känguru-Spiel, das ist krass. Ach, das ist einfach ein fucking Känguru. Das kann boxen, mein Gott. Hast du schon mal kostenlos oder hast du dafür Geld ausgegeben? Das war kostenlos. Das war, glaube ich, ein Epic Game Gratis-Spiel oder so. Junge, Junge. Ich sag euch doch, dass der Typ komisch ist. Ich bin nicht komisch. Doch. So. Ich doch. Kinder lesen. Martin? Was? Stadt oder Dorf? Dorf? Lukas, Stadt oder Dorf? Was willst du? Stadt oder Dorf? Alter, doch einfach. In welchem Kontext? Wo du lieber leben Stadt willst. Stadt oder Dorf? Ist das Stadt so oder Dorf? Dorf? Halt doch einfach alle die Fresse. Lars, Stadt oder Dorf? Stadt. Außenseite. Ja, wir hatten das Gespräch gestern drum. Musste ich jetzt nochmal ein bisschen Seite nehmen und streuen. Ich bleib im Stadtmensch. Fickt euch doch einfach alle. Nee, danke. Ich werde für immer ein Stadtmensch bleiben. Bruder, weißt du, was mir abgekommen kommt, Lars? Ich glaube, ich muss einfach mal vielleicht Assassin's Creed Odyssey deinstallieren, weil das hier so ein bisschen Speicherplatz hat. Also, ich bin Battlefield 5 oder Lars, ne? Ich habe zu 19 von benötigten 90, aber ich habe Assassin's Creed Odyssey und ich... Ich dachte, du kaufst dir GTA 5, du! Nö. Warum GTA nicht? 5. Falsch gehört, ich hole mir Battlefield 5. Warum? Weil, Angst. Sei nicht so. Yes, ich möchte die mach nicht aber diesen. GTA ist im Angebot, kostet 15 Euro anstatt 40. Ich hab's gratis bekommen. Ja, Schnauze. Far Cry Primal, weiß ich gerade gar nicht, was abgeht. Darum habe ich auch Lukas jetzt das einfach gekauft. Weil jetzt kann er nicht mehr sagen, er hat's nicht und deswegen können wir es nicht spielen. Weil jetzt muss er es mindestens einmal spielen. Mindestens einmal, weil ich habe 15 Euro dafür ausgegeben. Oder was? 15 Euro? Hätte das Geschenk auch ablehnen können. Hättest du aber machen können, Digga. Besser so, dass du es nicht gemacht hast. Hättest du das Geld dann eigentlich zurückbekommen oder einfach so? Hättest du es schon zweimal gehabt? Nee, ich glaube, dann krieg ich's wieder. Jo! Digga, was? Was? Es ist ja nichts, wie ich es gesagt habe. Es ist Green Odyssey, ist weg. Ich habe wieder 90 GB Speicherplatz verfügbar. Alles klar. Perfekt, du brauchst 100 für GTA 5. Sorry, Battlefield lädt runter. Ach. Lass doch einfach alle Battlefield 5 zusammenspielen, können wir auch machen. Hab ich nicht. Hab ich auch nicht. Danke auf Steam. Nee. So viel zum Demon. Ich hab heute schon genug Geld in Steam ausgegeben. Ja, ich bin halt ein Schmarotzer und besitze auch Battlefield 5. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Scheiß Schnorrer. Ja, ich schon auch von einem Klassenkameraden die ganze Spielbibliothek habe ich. Auf Steam. Patrick, unser Raumschiff ist fertig. Bro. Echt? Ja. Cool. Macht sogar coole Sounds. Wow. Warum hab ich so viel auf meinem PC? Das kann doch gar nicht sein. Weil du dumm bist, halt. Speicherplatz hin.
Weil du dumm bist halt. Das ist einfach die beste Erklärung, Junge. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich muss mich wieder aus dem Wasser. Weil du dumm bist. Ja, das dachte ich mir fast. I'm a big, big girl. In this big, big world. It's not a big, big thing. If you leave me. Entschuldigung. Ja. Yeah. Hätte ich noch gern ein bisschen mehr gehört, also. Da kam kurz meine innere feminine Seite raus. Ja, ist doch nicht schlimm, wenn man so eine hat, oder? Nee. N-n. Ist gut, Frauenversteher. Oh ja. Yeah. Ja, Entschuldigung, ich muss den Download vielleicht dann erstmal. Lade doch erstmal GTA runter. Ich werde hier von dem Frosch gerade, ich muss den Frosch vermöbeln. Hast du, Lukas, hast du eigentlich die Geschenke-Notiz gelesen? Ja, aber ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab dann, glaube ich, reingeschrieben, wie, du hast kein GTA? Ja. Das war ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Also das konnte ich nicht, das ja. Dann habe ich gesehen, es ist im Angebot, dann dachte ich mir, komm, einfach mal Gutmensch sein, auch mal was für ihn tun und für diese gute Laune, die er dann hat. Das ist, wie ich ihm Monopoly geschenkt habe. Und Uno. Wir haben schon lange kein Uno mehr gespielt. Doch, von der Woche habt ihr das letzte Mal Uno gespielt. Ja, sag ich doch. Es gab Zeiten, da haben wir jeden Abend Uno gespielt. Oh Mann. Da saßen wir im Discord 4 Stunden lang oder so und haben Uno gespielt bis nachts um 1. War lustig. Aber Fabi ist nicht da, der fotografiert schon wieder irgendwelche Züge, der Keck. Was macht der? Züge fotografieren. Ja, Fabi ist ein Zugfotograf. Wie kommt man auf die Idee? Lass doch mal ein paar Züge fotografieren. Ja, der ist halt ein Trainspotter. Wenn es mit den Frauen nicht klappt, dann muss er halt Züge fotografieren. Ist doch scheiße. Ja, wobei, ganz ehrlich, als da mit seiner Ex vorbei war, habe ich gesagt, kannst du auch Kartoffelsack ficken, hat denselben Effekt. Sei nicht so gemein zu ihm. Es war ja nicht gemein zu ihr, zu ihm, sondern zu ihr. Welche Ex meinst du von ihm? Ja, genau die. Du meinst nicht ernsthaft? Ja, natürlich die! Digga, was? Ja, ist doch so! Du rede nicht, ja. Wie kannst du... Aber es ist doch so! Es ist... Guck, selbst Lukas lacht! Wenn Lukas lacht, war er gut! Weil Lukas lacht bei sowas normal nicht! Nein, Digga, ich dachte, dass du es gerade echt gesagt hast! Ja, aber es ist doch so! Geh in Kaufland kaufen 5 Kilo Kartoffelnetz, Junge! Ist dasselbe! Ach, seid ihr wieder nett zueinander, hab ich Alter. Wortwörtlich zu ihm gesagt! Bist du behindert? Warum? Weil das einfach so ist. Ich bin nur ehrlich. Jetzt können und wir du dachtest, zwischen mir und ihr läuft was. Das ist viel schlimmer. Hoho. Ja, ist doch wahr. Und wer steckt am Ende drin? Ich bin bei mir. Oder wieso ist mein ganzer Speicherplatz voll? Das geht's nicht. Junge. Oh. Ja, wieso machst du ihn nicht leer halb? Ich kann den Speicherplatz clean, Digga, am besten, ohne dass man das wichtigste Sachen vom PC löscht. Lösch einfach alles vom PC. Ja, das wichtigste löschen, okay. Lösch das Betriebssystem, nein. Das wäre das wichtigste. It's literally, wie kann man das managen, dass man alles Unwichtige irgendwie so, keine Ahnung, löschen tut? Gar nicht. Oder rausfinden, was wichtig ist? Gar ja. Nicht. Naja, muss halt selbst die Priorität mal setzen, was ist denn wichtig? Ja, Digga. Nur so ein Tipp von mir, aber gut. Das weiß man dein Microsoft-Konto auch nicht, was wichtig ist und was nicht. Also richtig. Außer du versuchst es ihm beizubringen, vielleicht schafft es mit einer KI. Ey, ich kann Outfit wechseln, Leute. Wer? Hat gefragt, ich weiß. Ich kaufe mir eine Sonnenbrille. Die sieht swaggy aus. Die braucht. Die sieht swaggy aus, Junge. 2013 will seine Wörter wieder haben. Okay.
Junge. Swaggy. Swag, swag. Boah. Alter, ich back unter der Map. Ja, besser Hilfe. Ist es. Aber warte mal, ich kann mich aus dem Boden rausheben. Cheatet der schon wieder? Keiner cheatet. Bro, Cheater, Cheater. Ich guck ne Map im LS an. Ah, Mist. Es geht nicht. Hilfe! Patrick, ich bin gefangen. Patrick, hey, hilf ihm doch mal. Martin! Ja? Ich hab gehört, du hast LS22. Ja, und ich download es. Ah, jetzt. Nee, nicht schon wieder diese Landwirtschaftssimulator. Das ist ja grauenhaft. Wie gleich kommt's? Das ist wie mit den Dorfkindern. Das wird nichts Gescheites. Jetzt würde ich aber aufpassen, was du sagst, ne? Oder? Nicht du auf dünnem Eis, Alter. Nicht vergessen, wir sorgen also für dein Essen. Ach so. Und ich sorg für die Technik, die er dann braucht, für eure Traktoren. Weißt du, wie man das vor vielen Jahren noch gemacht hat? Ja, aber heute könntet ihr nicht mehr so viel bewirtschaften ohne Technik nicht. Ja, da würde ich nicht drauf wetten. Also ich schon. Ah, da würde ich nicht drauf wetten. Also findest du nicht die automatischen... Vor der Wende sind sie hier im Osten mit 5 Meter Schneidwerk gefahren und sind halt einfach 6 Meter schon nebeneinander gefahren. Wo ist das Problem? Hat auch vor GPS und Computertechnik funktioniert. Ja, aber heute. Wir reden ja von heute, nicht von letzter Woche. Ja, wie lange? Ja, und? Dann, so Drescher kriegst du immer noch zu kaufen. Nagelneu, wenn es passiert. Gar kein Problem. Wo ist das Problem? Also für mich nicht. Aber liegt auch daran, dass ich damit nicht umgehen kann. Und ich sie nicht mehr fahren darf. Ich darf ja nur kleine. Großen nicht umgehen, also. Ich darf nur mit kleinen Traktoren fahren. Also nur L. Ach ja, klar, beim Auto, ne? Ja. Ja, ist halt. Nur Schwule haben L. Was soll denn das heißen? Jeder hat L, du Idiot. Richtig. Jeder du hast hat auch L. Ich die Auto fahren kann, Junge. Ja, ich weiß. Du sowieso. Ich habe auch L, ja, aber ich habe halt auch T. Oh. Und C1E. Ich habe auch B. Ja. War halt schon lustig, oder? Nein, C1E nicht. Die Module fehlen mir noch. Die darf ich erst mit 21 machen. Aber CE habe ich schon. Ich weiß nicht mehr, was die Mission des Kängurus ist jetzt hier. Das ist viel besser. Die hat wahrscheinlich einfach keine. Doch. Ich muss irgendwie. Hättest du nicht weggedrückt, wüsstest du es, ne? Ja, aber. Mein Gott, das macht den Spielspaß kaputt. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, das macht den das ist wie beim Möbel aufbauen. Das macht ja auch den Spielspaß kaputt, wenn du die Betriebsanleitung hast. Ey, das ist ein fucking Känguru und hüpft durch die Welt und sagt, rede von Spielspaß. Hallo, ich hab Spielspaß. Lässt du mich mal bitte. Ich hab eine coole Sonnenbrille. Wow. Die ich hab den Stream leider zugemacht. Das ist eine Swaggy-Sonnenbrille, also. Das ist eine Swaggy-Sonnenbrille, ja. Da ist schon alles geklärt. nee. Einfach nee. Da ist ein was mit Fragezeichen, das ist wichtig. Aber sonst geht's ja noch gut, Lars, oder? Nee. Frechst du denn das ernsthaft? Also ich hab mir jetzt überlegt, ich mache jetzt eine Streampause von so 30 Wochen. Was hältst du von der Woche ja, halb? Geile Idee, oder? Super Idee. Was? Ich sitz zu direkt? Hey, nicht so gemein. Nein, Spaß. Hasi, Hasi, Lasi, weißt du doch. Ich mach ohne Witz eine Pause. Wenn ich mir überlege, ich trinke von 7 Tagen 6 Stück. Abends. Bro, warum denke ich schon wieder so? Das ist bei dir immer so. Maul. Du kann ich damit nicht fahren, ich will damit fahren. Oh. Hey, warte mal, ich breche mal Battlefield 5 den Download ab. Genau, lade lieber GTA runter, stimmt. So ist es. Einfach mal GTA runterladen, ne? Ist einfach so. Siehst du, ich hab recht. Klar. Ausnahmsweise. Geh weinen. Ach, blindes Huhn findet man kaum. Vom Minecraft-Server geflogen. Oh. Ey, ich kann in ein neues Level gehen. Rein geht er. Rein geht der Peter. Und wieder schlechte Jokes, oder? Aha, aha, aha. Noch ein bisschen mehr ironisches Lachen, bitte. Aha.
Irgendwo reicht's dann auch wieder. Außerdem ist das in Englisch. So, wo ist Nuke? Kann kein Nuke Englisch. Alles. Du kannst auch kein Deutsch, also. Also, ich wohne ja auch nicht in Deutschland, ich wohne in Franken, das ist ein Unterschied. Das weiß man doch. Weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich hab ein Leben verloren. Ups. Könnte sein, dass ich gerade 30 Nukes angezündet habe. Jungs, ich glaube, ich gehe mal zu Kielen, wenn da ein Tor geht. Und wieso? Kielen schnitzen. Wieso? Weil. Jetzt will ich mal die Frage, wieso. Er ist jetzt was Besseres, er möchte sich nicht mehr mit uns abgeben. Ich mit ihm reden möchte, Digga. Weil er meine Hilfe braucht, ich möchte mit ihm was reden. Also, dann Tor, Tor. Tschüss. Abgehoben. Der ist seit neuestem abgehoben. Müssen wir wieder auf die Bodenfläche zurückziehen. Boah, war die leicht zu besiegen. Was war denn das? Ach ja. Bin gestorben. Ist top. Ich hab's geschafft, ohne zu sterben, auf die andere Seite zu kommen. Jetzt bin ich stolz auf mich. Ich habe ein Viertelherz gefunden, wer kennt's nicht? Weiß jetzt nicht, ob ich mich gerade über die Map cheate. Ja. Ich glaube, Hype mag uns einfach nicht, weil wir über GTA reden und er das Spiel nicht hat und es nicht holen will. Kann es das vielleicht sein? Ich glaube nicht. Ich glaube vielleicht schon. Fangen wir ihn doch einfach mal. Ich weiß nicht mehr, was ich hier spiele. Du spielst, dass du ein Känguru bist und durch die Landschaft hüpfst. Das kennst du als Landwirt, ne? Achso, du bist ja kein Landwirt. Ich hüpfe nicht durch die... Fuck, auf der Grashüpfe, und ich hüpfe ja nicht durch die Landschaft. Ey, aber dass ein Känguru mal übers Feld hüpft, das kennt ihr, das kennst du doch, oder?
So standardmäßig, dass so ein kleines Camping. Klar, weil ich irgendwo in Australien im Outback lebe. Ja, dachte ich mir fast. Deswegen habe ich es ja gesagt. Manchmal möchte ich dich schlagen. Ich kann es nachvollziehen. Aber nur manchmal. Gut. Ich habe ein Trampolin gefunden. Jetzt bin ich ein Känguru, was auf dem Trampolin hüpft. Und ich habe ein Leben verloren, weil ich. Ich habe irgendwie einen Frosch getötet. Ist das immer so? Ja, meistens. Ich bin noch ein Nether. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wurdest du schon mal. Haben deine Eltern dich testen lassen? Auf was? ADHS? Ich habe ADHS. Ah! Ah! Genau, habe ich nicht gesagt. Entschuldigung. Entschuldigung. Das war jetzt ein bisschen. Hallo, ich habe gehört. Ich habe gehört, es ist effizient für Con-Creating. Für was? ADHS yeah. Zu haben, hier Influencer zu sein. Patrick. Ja. Achso, warte. Ja. Da kann man auch warte, mit wenig Talent für Spiele auch erfolgreich werden, habe ich gehört. Das ist das Intro jetzt. Also es ist so ähnlich wie der. Also du bist nicht im Creative. Du hast hier. Ah, ich bin gestorben. Geil. Ein Auto. Und du musst versuchen, einfach auf die andere Seite zu kommen und. Ja, fast. Patrick, mach dir aber keine Sorgen, das schaffst du eh nicht. Du kennst jetzt eigentlich schon wieder von mir. Ich bin heute ein bisschen streitlustig. Ich halt also am Anfang hast du halt noch ein Auto, in der zweiten Challenge musst du dir das Auto selber zusammenbauen und in der dritten Challenge kommt dann ein Berg und irgendwann hast du dann... In was für Bergen bist du denn schon wieder unterwegs? Geht dich gar nichts an. Warte. Ich kapiere jetzt immer noch nicht, was ich hier machen soll. Gar nichts. Schnauze halten. Bitte nicht so frech, bitte mal. Sonst was? Dann sag ich's deiner Mutter. Kein Problem, ich sehe deine Mutter heute Abend noch. Hier, sowas auch. Wieso kapiert den Anzug nicht? Weil ich die Challenge schon mal gelöst habe, ist da glaube ich schon ein Auto. Cool. Warte. Hier, das Auto habe ich gebaut. Also hast hier halt so eine Chest, wo du deine Sachen drin hast. Ja, moin. Und dann hier. Cool, ich hab's doch geschafft irgendwie. Ah ja, perfekt. Ja, hat gut funktioniert. Ja, warte. So. So, was musst du da halt machen? Erkennst du mich? Und es gibt halt auch welche aus dem Workshop. Ja. Das ich jetzt. Sagen, ich hätte irgendwie Lust auf anderes zu spielen, ob ich weiß nicht was. Also, GTA 1 hat ihr da noch bei dir, ne? Ja. Känguru. Ah. Ja. Weiß ich jetzt nie, ob das. Also, ich wäre da schon dafür jetzt. Ja, ist das Multiplayer? Nee. Nee. Ja. Du rennst mit dem Känguru durch die Gegend, was erwartest du? Ja. Ich hab's auch nicht. Egal, lassen wir es. Das war eine blöde Idee. Känguru spielen. Ja, tatsächlich. Also, ich möchte jetzt hier niemanden verurteilen oder so, oder? Nur weil ich gerne Känguru spiele, das war mir schon wieder klar. Ey, whatever floats your boat, ist voll okay. Ich spiele halt gern Känguru, ich bin halt gern Känguru. Ich bin vom Aussterben bedroht, mein Gott. Kann doch nichts dafür, mein Bester. Mein Bester, da fehlt noch viel, bis du mein Bester bist. Junge. Das hat noch nicht mal Lukas geschafft. Was denn? Mein Bester zu sein. Achso, Lukas, du tust mir leid. Nö, der weiß das. Das ist okay. Dem der andere sich gerade so toll verhält. Kann der mich, glaube ich, auch mal.
Wieso fliegt da ein Riesenfisch rum? Die Frage ist, warum fliegt da kein Riesenfisch? Nein, ich sterbe schon wieder. Bei Simke im Sumpf. Jetzt hat mich eine Falle gegessen. Was können wir denn noch spielen? Portal. Habe ich nicht. Kostet, glaube ich, nur 90 Cent. Ja, kannst du mehr schenken. Hey, warte. Kannst mir ja schenken. Hopp. Macht er jetzt nicht. Alles doch eine nette Geste von ihm. Ja, ist ja auch eine nette Portal. Geste. Ah, nee, ist nicht mehr im Angebot. Ja. Scheiße. Da kostet wieder 8 Euro. Ja. 9,75 Euro. Ah, nee, das ist nicht wert. Lego hat gerade einen Haufen Sale, ne? Also ich kann auch Lego spielen, das habe ich auch. Ja, Lego habe ich hier 5 Kisten daheim. Nein, die habe ich auch. Aber... Lukas. Ja? Fick dich. Nee, danke. Jo, kann er helfen. Danke. Ich bin immer wieder stolz darauf, dass ich von YouTube, von Twitch noch nie was gehört habe zu dem Thema. Dass ich mich falsch verhalte. Tue ich auch nicht, mache ja Bier. Ja, aber ich bin ja für euch verantwortlich, in Anführungszeichen, was das angeht in dem Fall. Ja, dann solltest du einen besseren Job machen. Soll ich mir besser... Aber ich glaube, also, ich glaube, das kannst du auch noch sein lassen. Das, Okay. Ich gehe dann weinen, ne? Und das wolltest du doch von mir. Ja, puh, was ich von dir will. Eigentlich schon, ne? Ja, eigentlich, Eigentlich schon. Du willst es nicht so offen sagen, aus Höflichkeit, aber... Eigentlich würde ich gern, dass du dich um... Ja. Ja, in die Ecke gehst und weinst. Sagst du. Genau, genau, das wollte ich sagen. Geh in die Ecke und wein. Du kleine... Na, lassen wir das. Es gab mal Zeiten, da habe ich kinderfreundlichen Content produziert. Jetzt mache ich nur noch Scheiße. Kannst du mir das mal erklären? Ja, entweder würde ich an deinem Content oder an deinen Freunden arbeiten. Oder an beidem. Oder an beidem. Oder ich sterbe immer in irgendwelchen komischen Sümpfen. Ja, ich glaube, das trägt da jetzt nicht viel bei, aber... Das ist krasser Content. Ach, guck mal, wenn wir jetzt wieder gut genug sind. Gino will bloß 4 Chunks austüllen. Und, ey, bitte gar kurze Frage, Lukas. Lars. Nein. Ja. Nein, Lars. Sorry, nicht Lukas. Denkst du, ich weiß schon, dass du mit mir nicht. Das denkst du, es wäre so möglich, mir mal wegen zum Wörter zu geben? Was? Sag nein, sag nein. Was will der von mir? World Edit, Junge. Er will recht. Oder Kilian will einfach 4 Chunks ausheben, weißt du? Und so ein Füllbefehl oder so den Slash-Füllbefehl wäre eigentlich auch geil, dass du sagst, so von da nach da so eher. Genau? Ja, aber wieso brauchst du ein World Edit? Da kannst du ja gleich Füll machen. Ja, meine ich auch. Füllbefehl würde ja auch gehen, oder? Ja, aber wieso soll ich dir den Befehl Rechte geben? Nein, mir. Ja, das... Ja, aber wieso? Das ist eine gute Frage. Ja, dass man einfach schneller fertig wird mit dem Scheiß. Also ich weiß nicht, ob du ihm vertrauen kannst, ne? Ich meine, er hat uns gerade abserviert, ne? Für irgendeinen anderen. Also ich weiß nicht, also ich will ja jetzt hier nicht irgendwie irgendwas Böses oder so, aber ich würde mir das gut überlegen. Danke, Patrick. Du bist echt ein guter Freund. Du bist ein guter Mensch. Kein Problem, ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Ihr seid solche Idioten. Ihr seid solche Idioten. Ja, aber sind wir nicht ein Survival-Game-Server? War da nicht mal was? Ja, Digga, es war eine Frage. Es war eine Frage. Ja, also ich würde das mir gut überlegen, ne? Also... Patrick hätte dich auch so... Patrick, du hältst dich da mal raus. Patrick, du bist kein Mod, du bist kein Operator, du bist... Ja, aber ich stehe... Mod. Hallo, ich bin Berater. Es Freund, er steht unter Lukas. Was ist nun? Freund. Hast du es gesehen? Kommt Lukas, und dann komm ich und dann kommt Lars. Also, Lukas, sag immer, dass das keine gute Idee ist. Weißt du was? Es ist keine gute Idee. Weißt du was, Patrick?
Der Einzige, der hier was für dich zu sagen hat, ist immer noch Lars. Ja, ja, du. Das ist okay, aber ich kann ja beraten. Willst du noch was für Lustigeres hören, wenn wir uns jetzt noch ein paar Supporter aufstehen, dann bist du nicht mehr unter Lukas, sondern bist du unter den Supportern. Ich? Nein, Patrick. Achso. Weil Lukas auffällt, du mir denn jetzt den Rücken versuchst, hinter dir zu stehen, du Arschloch. Du sagst, Mods sind unter den Supportern. Mods müssten die höchsten neben den Owners sein. Und allein, dass du Admin bist, Junge Lars, ist ja schon mal der andere Punkt. Ich bin ein guter Admin, Leute. Also ich weiß jetzt Admin, auch kein Owner. Guck mal, was bist du für einer? Ich versuche dir zu helfen und stehe hinter dir und du fällst mir einfach voll in den Rücken und machst dich auch noch mit nieder. Richtig nett, Junge. Was glaubst du, was mein Job ist? Nochmal. Danke. Steck mir meinen Rücken. Ich bin ersoffen. Ich bin ersoffen, also kein Problem, Digga. Ich hab... Das findet der Pfarrer nicht okay. Findet der Pfarrer einfach nicht okay. Herr Pfarrer, ist mir leid. Ja, ja. Ja, aber da mache ich mir keine Gedanken mehr. Ich hab jetzt einen Termin beim Standesamt versucht zu vereinbaren, um aus der Kirche auszutreten. Also, ja. Ich mach mir da keine. Ich war noch nie drin, also, top. Nee, gut, der Punkt ist mir jetzt relativ. War bloß eine Frage, wenn nicht, dann ist es nicht so. Nein. Also, ich sag's mal so: Es ist eigentlich bescheuert. Weil du kannst ja Möwenscheiße fragen, wenn er wieder da ist. Der macht das ja ganz gerne in seiner Freizeit, Chance auszuheben. Sorry, falsch ist das. Ja, genau, rede weiter. Ich weiß schon, Möwenscheiße wäre vielleicht, ich kann es nicht sagen, aber ich bin. Aber Möwenscheiße ist nicht da, Möwenscheiße ist im Urlaub. Ja. Ich halt weiß von meinen Zuschauern. Ihr habt alle so komische Namen. Der eine ist Möwenscheiße, der andere ist dummer Mensch. Ist dir mal aufgefallen? Kein einziger außer du und ich haben unseren Namen, wie wir auch wirklich heißen im Leben. Doch, in ihren Namen. Nein, der steht ja, Lucky Luke heißt der. Ja, und wie heißt der? Lukas. Lucky Luke. Ja, und es zählt trotzdem nicht. Lukas. Ah, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das. Also, ich finde das schon bedenklich. Scheiße. Lukas, wie ist dein Ansatz dazu? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Nee, weißt du was? Weißt du was? Guter Mann. Weißt du was? Ich mache einfach diesen. Ich höre nichts. Nein, nicht diesen. Schau, Mann. Dann siehst du was. Ich sehe nichts. Ciao. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Discord. Ich sehe nichts. Siehst du nicht? Ich sehe nichts. Ciao, Bella. Ich denke auf dich. Oder. Ich weiß nicht. Ich habe Lukas seinen Nickname geändert. Lucky Lukas? Ja, danke. Oh Mann. Jetzt heißt alles so außer ich. Ich heiße nicht so. Nein, sorry, Digga. Ich finde deine Kennzahl von Lukas. Apropos, wenn wir doch schon mal bei Discord-Formularien sind, kann ich ja meine Rolle gleich umbenennen, oder? Tun wir einfach einen Owner umbenennen, oder? Mach dich mal gleich einfach auf Owner, wenn es das ist einfach automatisch. Ja, und vielleicht mir mal Rechte geben, dass ich in den Channel hier rein kann. Also, nein. Da musst du Hype fragen, der macht das. Ich gebe meine Verwaltung immer stets ab. Mein ja allerliebster Martin, du weißt doch, wie lieb ich dich habe. Ja, geil. Ich habe die Rolle noch nicht eingegeben, dass ich auch in diesen Channel kann. Warte, ich bin Patrick. Ohne, dass mich irgendjemand moven muss oder so. Warte, ich zeig dir nochmal was Cooles. Patrick. Ich habe mal rausgemoved, jetzt sind wir unter uns. Wollen wir wirklich Patrick dabei haben? Bro, das ist eine Entscheidung, man muss sagen, du musst auch nein. Du musst die Freunde-Rolle, wenn du die integrieren kannst, irgendwie im Wärmgästen. Ja, er ist ja Freund und deswegen kann er ja sowieso rein, theoretisch. Also soll ich die Freunde-Rolle einstellen? Ja, am besten auf die, auf den Bereich, ne? Freunde-Rolle auf den Talk halt einfach. Nee, auf Influencer. Du hast ja die Bereich, du kannst ja die Berechtigung auf den Bereich gehen, ach oben. Ach so, Influencer, true. Kannst ja auch Berechtigung schreiben, da kann er hier überall rein, theoretisch. Wieso hat Lukas eigentlich keine Berechtigung zu sowas? Obwohl, Lukas, wie gut kennst du dich mit Discord aus? Richtig gut. Besser als Fabi. Freunde, Kanäle. Also, Freunde können Kanäle ansehen. Freunde können Nachrichten senden. Ich möchte aber nicht, dass er mich verschieben kann. Ich will dich ja auch nicht. Ich will dir ja auch nichts Böses, um Gottes Willen. Ich hab Angst vor dir. Nachrichtenverlauf. Ich hab dir schon mal gesagt, du bist der Kandidat, jetzt nicht übers Internet kennengelernt. Meinst du, ich bin der Urwirt? Nutzen, Soundboard verwenden können sie nicht. Nein, Soundboard auf gar keinen Fall. Sie haben eine Sprachaktivierung verwenden. A very important speaker braucht denn nicht. Aber Sprachaktivierung. Ich denke, kann Soundboard verwenden, finde ich. Danke. Könnt ihr aufhören, immer diese ganze Scheiße zu verwenden? Hey, aber für Freunde, mich Freunde haben die. Freunde sind in der Influencer-Kategorie dabei.
Oder hast du die Live-Kategorie nochmal anders getaggt für Freunde? Die Freunde sind eigene Kategorie. Es gibt eine Influencer-Kategorie. Bro, du müsstest vielleicht auch mal die Berechtigungsfreunde hier im Live-Talk-Ding mit einführen. Müssen wir nicht. Ich hasse das Spiel, Leute. Patrick, jetzt. Warte mal, Patrick, jetzt move mal. Geh mal nochmal raus in den Talk und schau mal, ob du den Talk dann siehst. Ja, ihr müsst ihn so schon sehen, alle. Ich weiß nicht, ob es sieht. Er sieht sie nicht. Er ist blind. Bei mir steht immer noch Admin. Er kann aber in den unteren Live-Talk joinen. Warum? Ja, weil er cool ist. Er kann auch in Aufnahme joinen. Ich glaube, der speichert sind nur rum. Du diesen einen Live nicht. Okay, dann muss ich das in den Berechtigung einfach ändern. Ja, vielleicht hast du die Berechnung für Freunde schon eingestellt und deswegen. Wenn du schmeißt sie da raus sozusagen und tust sie überall rausschmeißen. Ja, ich gebe ihm einen Kanal anzeigen und einfach finden und sprechen für diesen Talk. Du musst mein Fenster aufmachen, das ist viel zu warm. Kanal anzeigen. Richtig widerlich, ne? Scheiße, jetzt. Ich saß den ganzen Tag unten im Wohnzimmer, weil ich unter dem Bett bin. Hier. Scheiße. Was? Video machen? Also Videos? Auf gar keinen Fall, doch darf er. Er soll halt niemanden. Mach ich eh nicht. Er darf nur keine Leute verschieben, halt solche Sachen. Halt wirklich also Sachen, die er nicht so. Sprechen, Video hätte ich mal gesagt. Ja, ja, Aktivitäten mach ich auch an. Aktivitäten. Mach ich eh nicht. Wenn wir mal wieder Guarded Phone spielen oder so, was man auch nicht spielen kann. Warte mal. Ja. Und das ist scheiße. Events verwalten, Events erstellen, sowas in den Art. Ja, ich bin in der Kamera. Wo ist denn... Mitglieder verschieben, unbedingt. Lars ist gar nicht da, oder? Oh. Ich werde alt. Änderung speichern. Lukas, wieso hast du die Kamera an und gleichzeitig die Kamera zu? Willst du mir das erklären? Was ist denn das für eine Scheiße? Hat Lukas Facecam an? Warte mal ganz kurz, Patrick. Move dich mal raus, weil ich hau mal kurz die Verbindung raus und schaust mal noch, okay? Looking for the phone. Ja, perfekt, Digga. Ja. Schön, dass du für das Phone lookst. Warte mal. Ja, ich finde einfach die Katze cool. Lars, it's managed for you. You're welcome. Schau mal, ich kann das machen. Jetzt geht das Ding nicht zu. Mach das zu. Prozess beenden, los. Danke. Ja, bestätigen, mach das aus. Da kriegst du also ich finde... Ja, mein Greenscreen... Ist das eine AI-Kamera-Filter-Scheißzeug oder was ist das? Nee, VTube. Aus der VTube-Technik. Nutze ich ja auch für die Reaktion. Wie VTube-Technik funktioniert. Das nimmt ja dein genau, das scannt dein Gesicht. Und nachdem tut das dann die Reaktion wiedergeben. Funktioniert aber nicht, weil ja, meine funktioniert Kamera... halt einfach gar nicht. Nee, weil meine Kamera nicht an ist. mir ist sowas von relativ niedriger. Es ich funktioniert schon. Fall, Jungs, gute Nacht. Ciao, ciao. Kannst ja, du, also, ja, tschüss. Danke. Verpiss dich, du Hurensohn! Danke. Lukas, du bist... Danke. Kannst du das bitte bei uns auch hochladen? Einfach wichtig. Verpiss dich, du Hurensohn! Genau. Big Mac, bann den weg! Ja, aber das müsste man aber auch immer zu dir sagen, das ist halt so ein Problem. Wegen Höflichkeit. Was, zu mir? Ja. Warum? Glaubst du, ich würde das zu den anderen sagen? Hä, warum willst du das zu mir sagen? Weil du ein Arsch bist. Hä? Du bist der Erste, der mir das sagt. Eigentlich bin ich ein netter Mensch. Das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Hä? Was habe ich dir denn bis jetzt Böses getan? Du bist noch kein Prime-Sub bei mir. Ja, der Moment, wenn Prime Sub alles zählt. Sehe ich auch gar nicht ein. Welche soll ich dafür rausnehmen? Alle. Ach, müssen wir da eins rausnehmen? Ja. Ja, das hässliche Jingle Bells zum Beispiel. Okay. Das hässliche Jingle Bells halt. Ja, irgendeiner hat da Jingle Bells reingemacht. Was? Ja, ich. Ja, warum auch immer. Weil ich dich ärgern wollte. Ja, weil ich Weihnachten hasse und du weißt das. Weihnachten ist doch schön. Nein, das ist die letzte Hurensohn-Zeit im Jahr. Ich hasse Weihnachten. Hattest du keine glückliche Kindheit zu Weihnachten? Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, aber ich hasse dieses gezwungene Familienaufeinandersitzen.
Die ganzen hässlichen Fickfressen, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, die sich das ganze Jahr nicht melden, aber an Weihnachten sitzt man dann alle an einem Tisch und macht Nein, ich hab keinen Bock drauf. Mein Gott, nimm's doch nicht so ernst. Doch, aber ich sauer. Kauf dir auch einfach. Okay, ist drauf. Letztes Jahr Weihnachten war schön, da war ich auf dem Weihnachtsmarkt, hab ich Zeit mit Lukas verbracht. Wir haben uns romantisch meine Dampfnudeln gekriegt. Bisschen anstrengend waren die anderen, die dabei waren. Nicht nur ein bisschen. Also du? Martin zum Beispiel. Ja, wir können ja jetzt hinter seinem Rücken drehen, das ist ja kein Problem. Nein, alles gut. Wahrscheinlich ist er gerade so im Stream. Martin war tatsächlich einer der entspannteren von allen. Wer war da eigentlich noch alles dabei? Hanna? Fabi? Michelle? Ja, und irgendwie so eine... Jenny. Ach, Jenny. Ja. Ja, was spielt man jetzt? Ja, Känguru. Nicht, ne? Känguru-Spiel, hab ich schon gesagt. Das steht nicht zur Auswahl. Wieso richtig. Denn nicht? Habt ihr was gegen Kängurus oder was? Seid ihr Rassisten? Nein, ich hab was gegen dich. Ach so, okay. Aber nichts, was wirkt. Ich bin jetzt sauer, ich geh jetzt weinen. Ich geh mir irgendwo in den Schlaf weinen, wie immer. Ja, aber bitte mute dich, das will keiner hören. Ja, ich hab schon verstanden. Du Arsch. Ich geh das alles meiner Mama sagen. Kein Problem, ich erzähle dir das heute Abend, wenn ich bei ihr lieg. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ja, ist besser so. Ich sterb schon wieder. Ich hasse das Spiel jetzt. Du stirbst in einem fucking Kinder-Känguru-Spiel? Willst du mich komplett verarschen? So, das warte, war's dann für heute. Leute, schnell weg. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das Spiel beenden will. So. Als ob du da stirbst. So, jetzt spielen wir Rocket League. Das kann ich jetzt ja spielen. Junge. Oder Riverbone. Oder das mit dem Zug. Habe ich das mit dem Zug? Weiß ich gar nicht. Der Moment, wenn man nachschauen muss, welche Spiele man besitzt. Ich glaube, ich habe es nicht. Ich gehöre hier nicht her. Ist das nicht? Nee, Riverbone. Was ist denn schon wieder mit dem... Hör auf zu singen. Wir haben das schon mal besprochen. Das geht nicht. Das wäre hier Strike. Kao, das Känguru. Kennst du nicht das Spiel? Das ist ein geiles Spiel. Das musst du immer gespielt haben in deinem Leben. Wie heißt das? K.O. das Känguru. K.O. das Känguru. Oh Mann. K.O. das Känguru. Junge, wenn ich Google eingebe, kommt noch nicht mal eine Empfehlung. Ja, das Spiel ist ja auch nicht so gut. Ich habe ja nie gesagt, dass das Spiel gut ist. Sparen Sie 55%. Ja, grafisch sah es nicht ganz scheiße aus, ne? Muss ich ja ehrlich sagen. Ja, aber es ist ja trotzdem... Auch ein Kinderspiel. Warte mal, Shop. Shop erstmal. Ah, Unreal. Ich will Unreal spielen. Nein, ich will niemandem schon wieder was schenken. Ich habe jetzt schon genug Geld verschenkt. Lukas, das musst du jetzt alles zurückzahlen. Nee, das passt schon. Nächste Dampfnudel geht auf ihn. Das weiß er schon. Ja. Oder auch nicht. Das Spiel kostet einfach 30 Euro. Ich hab's gratis. ETF. Ey, das ist doch ein geiles Spiel. Ich hab auch den... Ey, wollen wir nicht lieber einen Lawnmowing Simulator spielen, also Rasenmäher Simulator? Du hast den Lawnmowing Simulator. War gratis. Ich habe über 200 Spiele, glaube ich, mittlerweile angesagt. Der kostet einfach auch 7 Euro, ne? Und du mähst halt einfach Rasen. Nee, manchmal jätest du auch Unkraut. Ist schon ein krasser Simulator. Würde ich mir kaufen an deiner Stelle. Ich habe Landwirtschaftssimulator und Hausflipper. Und Hausflipper. Ja, den muss ich mir noch holen. Ich habe hier noch Pinball FX. Ist auch ein geiles Spiel. Da kannst du ein bisschen... Ich habe auch Hydroneer und Junkyard Simulator und Lego Worlds und Lumberjacks Dynasty und Monopoly. PC Building, Phasmophobia. Raft, Ranch. Guck mal, Phasmo wäre auch so ein Spiel. Wenn Lukas Phasmo hätte, könnten wir mit. Könnte Fabi sich das noch kaufen, dann könnten wir zu dritt Phasmo spielen. Das ist richtig hey, geil. Horrorspiel. Hast du nicht Bock ein bisschen auf Poker? Kann ich pokern. War wieder klar. Ich kann nur Strip-Poker. Mann. Junge. Ich lade mir jetzt ein Spiel runter, weil ich habe jetzt Bock auf Unreal zu spielen. Das ist ein richtiger Moment dafür, oder? Ich glaube, ich spiele einfach Roblox. Ja, ich spiele lieber ein LS, das ist nicht so schlimm wie Roblox. Kann auch Automechaniker-Simulator spielen, Car-Mechanik-Simulator. Ey, ich fand den scheiße, ich habe den auch gespielt. Und der ja, ist scheiße. Ja, der 18er ist auch kacke, der 18er ist auch kacke. Aber ich war bis jetzt zu geizig, den 9 zu kaufen. Zeig ich dir auch. 18er, der ist kacke.
Ach ja. Der 21er ist mir noch zu teuer. Ich habe hier irgendeinen Mod für einen Bussimulator drauf. Ich weiß nicht mal wieso. Du hast einen Bussimulator? Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Mod. Ach. Ein Bussimulator 21. Müsste ich mir aber mal holen. Hast du einen Bausimulator? Ich habe den PC-Simulator und den Kaffee. Ich habe City Skyline. Das ist doch gut, oder? Nein. Dann habe ich hier Cooks Server Delicious. Hundred Rain, Days of Wine, City of Gangster, das ist doch das richtige Spiel. Da fange ja, ich den an. Overcooked 2 habe ich, ist auch richtig geil. Würde ich auch Overcooked, nicht... das heißt Overcooked. Nee, Overcooked. Walking Dead habe ich. Dann fahre ich mit ja, 300 aber... und dann kriege ich wieder Stress, weil ich zu schnell fahre. Kannst du dich mit Ding... Mit Ding, ja, Ding kenne ich. Wer ist denn mit Ding? Fabi zusammenspielen. Kann man das zusammenspielen? Ich glaube nicht, der war wieder so. Nein. Das war wieder ein Solo-Game. Aber Need for Speed Unbound ist im Angebot und ich kann es nicht spielen, weil mein PC dann wieder sagt, fick dich. Ja, ist doch gut. Nein, der nervt PC mich. Sorgt sich um seine Gesundheit. Aber Lukas, ich wie halt weit ist der GTA? Komm. Das wird heute, glaube ich, nichts. Das willst du nicht, das willst du nicht wissen. Sind wir schon bei 21%? 27. Alter. Ein Grund, wieso man das... Vorhin waren es doch 22, es geht, glaube ich, nicht rückwärts. Also morgen. Ja. Willst du heute Nacht durchladen, ne? Nein. Ach, dein Vater macht wieder Internet aus. Ach, nö. Was? Ach, fuck. Gehörst du zu ja, hoffentlich fängt er dann morgen da an, wo es aufgehört hat, ne? Ja, das macht Steam. Ja, cool, dann können wir morgen zusammen spielen. Was? Sein Vater zieht die Internetleitung raus? Ja, gut. Zum Strom sparen. Zum Strom sparen, weil der Router auch so viel verbraucht. Reden wir nicht drüber. Also ich habe auch schon gehört, also ich mache demnächst dasselbe, ich zum Strom sparen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Geräte rumliegen. Was ist denn Vulcanoids? Was ist das? Deine Kennst Mutter. Du das? Lukas? Was? Vulcanoid? Nee. Boah, ich spiele zwei Heim. Aber warte mal, muss ich mir das auch runterladen? Ich glaube, das habe ich auch nicht installiert. Scheiße. Ja, ich spiele jetzt an. Was hast du denn installiert? Was ich installiert habe? Ja. Atlas? Atlas? Nee, habe ich nicht. Monopoly Plus? Das habe ich. Portal 2? Robocraft? Grab Mechanic? Uno? Habe ich. So, ich starte auf Unreal, Leute. Das was ist lustig. Denn Atlas? Das ist halt ein Atlas, einen elektrischen. Noch nie gesehen? Oh, nein. Klaas. Alter, auf die Schnauze, bitte, alles, danke. Alles ist jetzt nicht lustig. Nein. Boah, bist du scheiße heute drauf. Nee, warte, deine Witze sind einfach scheiße. Das wusste ich auch vorher schon. Ja, das ist ein Piratenspiel. Ja. Dann habe ich noch Satisfactory, Early Access, Duskers und... Ken voller Pillars of the Earth. Aber das habe ich schon durchgespielt. Das ist ein Online-Coop, ne? Was? Schenkst du mir Atlas? Lokal, ah, online. Ich will nicht Tutorial spielen. Ich spiel jetzt. Warte. Was muss man da machen? Schiffe bauen und so ein Zeug. Meinst du, das packt mein PC? Ah, schwierig. Ein PC mit krass, abstürzen. Grafisch und so? Ich kann es mal starten. Ich hab's schon mal gespielt. Schafft's dein PC? Es ist nicht perfekt. Ja gut, dann brauchen wir gar nicht weiter reden. Bin ich jetzt lost? Was? Bitte überprüfen Sie Ihre... Pass auf, ich lese vor, was ich alles hab, okay? Ja. Ich hab American Truck Simulator. Ich hab Among Us. Among Us hab ich auch. Arma 3. Autobahn-Polizeisimulator. Ey, lass Among Us. Ich installiere Among Us, komm. Ja. Du installierst gar nichts. Doch. Du installierst GTA. Ja, das ist danach. Schau, es dauert nur 2 Minuten. Ja, easy. 2 Minuten. Ich habe noch nie Scrap Mechanic gespielt, Among Us gespielt, ne? Ja, genau, Scrap Mechanic. Ich habe noch nie Among Us gespielt, ich habe das gekauft und habe es noch nicht einmal installiert gehabt, geschweige denn gestartet. Was, ist das dein Ernst? Am Handy ist es voll kostenlos, ne?
Du hast es gekauft? Hey, ja, ich spiele es halt am PC. Ja, nein, schon, aber ich sag ja nur, am Handy ist es kostenlos. Ja, habe ich noch nie gespielt. Ich habe es gratis geschenkt bekommen. Breaker.